1982 wird dieser junge Maler Andy Warhol vorgestellt. Der macht von beiden ein Polaroid, um sie später zu malen. Doch der junge Künstler verschwindet und liefert anderthalb Stunden später ein Gemälde von sich und Warhol. Hä? Genau wie auf dem Polaroid. Boah. Der Meister ist baff. Der ist ja schneller als ich. Heute Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat wird 1960 in Brooklyn geboren. Seine Mutter liebt Museen und er hat mit 6 eine Jahreskarte. Oh, ist das schön. Mit 7 wird er von einem Auto angefahren. Im Krankenhaus schenkt seine Mutter ihm ein Anatomiebuch. Für ihn eine ästhetische Offenbarung. Wow, so schön. Weil seine Mutter psychische Probleme hat, lass mich hier raus, lebt Jean-Michel beim Vater. Ich bin dann mal weg. Er ist aufsässig und fliegt von diversen Schulen. Lasst mich hier raus. Besser läuft es in der City S School, einem liberalen Institut. Hallo. Bis Jean-Michel bei der Zeugnisübergabe dem Direktor Rasierschaum auf den Kopf sprüht. Und hopp, so, guck mal. Oh nein, Jean-Michel! Mit 17 sprayen Jean-Michel und sein Kumpel LDS mysteriöse Graffitis an die New Yorker Mauern. Sie unterschreiben mit Same-O, wie Same Old Shit. So, fertig. Haha! Same-O bleibt anonym bis zu einer Party 1979, oh, auf der die beiden Kumpel ihre Identität enthüllen. Naja, eigentlich nur Jean-Michel, der den ganzen Ruhm einheimst. Danach sprayt er Same-O ist tot. So, Jean-Michels Wert steigt in der New Yorker Underground-Szene. Er gründet die vielbeachtete Noise-Rock-Band Grey, taucht in einem Video von Blondie auf und verkauft deren Sängerin Debbie Harry sein erstes Bild. Weil er immer klamm ist, malt er auf alles, was er in Abbruchhäusern findet und wohnt bei seinen Freundinnen. 1981 ist Schluss mit Jean-Michels Geldnot. Die Galeristin Anina Nosey organisiert seine erste Einzelausstellung, verkauft seine Bilder und quartiert ihn im Souterrain ein. Böse Zungen behaupten, er sei ihr Gefangener. Er sagt, wäre ich weiß, würde man von Artist in Residence sprechen. Jean-Michel kennt den Rassismus und vermisst die Schwarzen in der modernen Kunst. Und so malt er gegen die Rassentrennung und huldigt zugleich dem Jazzer Miles Davis oder dem Boxer Cassius Clay bzw. Muhammad Ali. Im Februar 85 ziert er die Titelseite des New York Times Magazine. Andy Warhol is not amused. Ein paar Monate später stellen die beiden 16 Gemeinschaftswerke aus. Super, oder? Die New York Times bezeichnet Basquiat als Warhols Maskottchen. Was? Und nicht als Partner. Die beiden verkrachen sich. Nimm das. Also echt. Basquiat zieht sich in Hawaii zurück, denn er hat ein Drogenproblem. Was nach Andys Tod 1987 noch schlimmer wird. Jean-Michel bedauert ihren Streit und verfällt dem Heroin. Am 12. August 1988 stirbt er an einer Überdosis. Und wird zum teuersten amerikanischen Maler aller Zeiten. Was? Oh ja. Das gibt's doch nicht. 2017 wurde eins seiner Bilder für über 110 Millionen Dollar versteigert. Ein Rekord. Jetzt reicht's aber.